Bei diesen Bildern wurde Tiger Woods wahrscheinlich vor Neid erblassen. Pitt Green ist der kleinste Golfer der Welt und locht perfekt in den Bauchnabel dieser Schönheit ein. Mikrogolf nennt sich die Sportart, in der Klaus Simianer mittlerweile schon Vize-Weltmeister ist. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als mit dem schlagkräftigen 11,2 cm großen Golfer zu spielen. Das hat mich von vornherein fasziniert und als ich dann entdeckt habe, was man mit dem Teil eigentlich alles so anstellen kann, dann habe ich mir gleich mal so einen zugelegt und einen kleinen Test verfasst. Und ja, inzwischen spiele ich eigentlich recht viel. Es macht mir auch richtig Spaß. Ich wurde schon Vize-Weltmeister. Mein Arbeitskollege, der Stefan Hoggenberger, der hat jetzt gerade das zweite Mal den Weltmeistertitel geholt. Und ja, wir verkaufen den Pit nicht nur, sondern wir lieben den auch irgendwie. Das ist so ein Männerding. Und weil Klaus und Pit ein super Team sind, haben sie sich bei Secret Talents beworben. Und so funktioniert Pit. Angetrieben wird das Ganze mechanisch. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Das ist wie so ein Zahnkranz drauf. Und dann steckt man so eine gezahnte Stange da rein und treibt das Ganze somit an. Zack. Kann man von sämtlichen Richtungen kann man das Teil reinstecken. Hier kann man meist auf Zug spielen, je nachdem, wie man halt Platz hat zum Spielen oder wo der Ball gerade gelandet ist. Wie auch beim richtigen Golf wählt der Spieler in jeder Situation den richtigen Schläger. Bestellen kann man Pit Green im Internet. Können Sie auch etwas Außergewöhnliches? Dann bewerben Sie sich bei Secret Talents, dem großen Talentwettbewerb von Bild.de, YouTube und O2.